So, hallo, hallo ihr Lieben da draußen. Heute treffe ich mich mit Monika Donner mal wieder und zwar unter uns, frei von allem. Ja, ich bin zwar sowieso freie Journalistin, aber auch hier sind wirklich nur wir beide, die miteinander ganz normal sprechen wollen. Und vielleicht habt ihr alle da auch einen Zugewinn von, weil wir beide beschäftigen uns mit der Geopolitik schon viele Jahre. Ich ja auch um die 10 Jahre, Monika sogar noch viel länger. Sie war im System, ich war noch nie wirklich im System. Deswegen ist es ganz interessant, wenn wir uns beide austauschen. Hallo Monika. Hallo, liebe Paula, danke für die Einladung und hallo, liebe Zuseher. Ja, also ich finde es ganz wichtig, dass wir uns auch ab und zu mal melden, ja, auch wenn wir jetzt keine Interviews geben oder machen oder Beiträge, sondern dass wir einfach mal von unserer Seite auch ausdrücken, was wir gerade empfinden, wie wir die Sachen einordnen. Und ja, ich hoffe, ihr habt auch Freude daran und teilt natürlich dieses Video. Monika, wie geht's dir denn im Moment mit der ganzen Situation? Du kannst anfangen, wo du möchtest. Oh, mit der ganzen Situation meinst du, was sich jetzt gerade auf geopolitischer, geostrategischer Ebene Krieg und so abspielt? Meinst du das? Ja, auch, aber auch, was, wie du das selber jetzt gerade empfindest, so ist das für dich, was ist im Moment dein größtes Thema oder wo würdest du gerne anfangen? Also mein größtes Thema ist, also war und ist und bleibt die Entfaltung des individuellen Potenzials. Da verstehen wir uns ja sehr gut. Und ich mache Vorträge dazu, Seminare, schreibe Bücher drüber und habe auch meine Praxis wieder geöffnet für private Klienten, ja, aber auch Vereine und so weiter. Und weil ich auch diplomierte Lebensberaterin bin, also nicht nur Juristin und strategische Analytikerin, bla bla bla. Und die Krisen, in der wir uns befinden, auch wenn es manche nicht sehen, aber zumindest spüren, ja, die sind der größte Motor für die Entwicklung des eigenen Potenzials, für die Entfaltung unserer Begabungen und Veranlagungen. Und mir persönlich geht es besser denn je. Ich bin seit 2022 ja aus dem Verteidigungsministerium, wo ich zuletzt als Ministerialrätin tätig war, bin ich draußen, mehr oder weniger freiwillig. Also man wollte mich entlassen, kündigen. Wir haben eh schon drüber gesprochen. Es ist dann zu einer einvernehmlichen Auflösung gekommen. Also das System hat es nicht geschafft, mich einfach so loszuwerden. Ja. Und darf ich mal sagen, zwischendurch, du siehst besser aus denn je. Also ich finde, Danke. du hast so eine ganz klare Ausstrahlung, ja, ohne irgendwie so geknickt zu wirken, weil damals, als du wirklich Probleme hattest, auch mit dem Verteidigungsministerium durch deine Bücher, die du geschrieben hast, da hat man dir schon auch angesehen, auch in Interviews, Mensch, oh, das hat dir, hat schon an dir gezerrt, ne? Aber Ja, jetzt du. bist du frei. Du hast dich da rausgeschaufelt und bist endlich Ja. frei und kannst die klaren Äußerungen oder die klaren Gedanken auch endlich einfach so wiedergeben, ohne attackiert zu werden. Ja, und vor allem, ja, attackiert werde ich schon teilweise noch. Aber nach 32 Jahren Bundesdienst habe ich dann meinen eigenen Verlag aufgemacht, ja, und eine eigene Akademie. Das läuft gut. Und ich vermisse irgendwo schon so eine sichere Struktur im Hintergrund, wenn du die 32 Jahre gewohnt warst, aber die gibt es halt nicht mehr. Punkt aus, fertig. Dafür gibt die Community Menschen, die selbstbestimmt leben wollen oder es bereits tun, einen guten Rückhalt. Und die erkennen ja auch immer mehr Menschen, dass dieses Chaos im Außen nicht von selbst enden wird, weil wir es ja teilweise mit Narzissten und Psychopathen zu tun haben, die das vorantreiben, teilweise mit einer immer noch trägen Masse. Aber es wachen immer mehr auf, es kommen immer mehr Menschen in die Gänge und die Zeit des Wartens ist aus meiner Sicht vorbei. Was hat es für mich persönlich, deine Frage war ja, wie es mir persönlich geht, ja besser denn je. Und interessanterweise, ich werde immer ruhiger, je mehr es sich zuspitzt, inklusive Ukraine-Krieg. Du weißt, ich habe ja 2015 diesen Krieg schon prognostiziert Ja, und in ne. Buchform, in Buchform der Regierung vorgelegt, dass das kommen wird, dass das wie das Amen im Gebet kommen muss, weil sich ja der Westen in Richtung Osten ausdehnt und nicht umgekehrt und die Ukraine ist die rote Linie. Aus geostrategischer Sicht seit über 100 Jahren so definiert von angloamerikanischen Strategen. Das wollen wir jetzt nicht im Detail runterbrechen. Aber je mehr es sich zuspitzt und dann noch Putin jetzt vom Internationalen Strafgerichtshof mit Haft
Befehl Also ich praktisch. kann, wie du siehst, ich kann nur noch dazu da lachen, ja. Also, Ja. aber ich wollte zu dem Punkt was sagen. Ja. Also du hast dich jetzt auch selbstständig gemacht sozusagen und da gibt es auch kein festes Einkommen. Ich finde auch hier möchte ich auch noch mal öffentlich noch mal sagen, weil es tun auch andere Leute. Wenn ihr diesen Journalismus, den ihr vorgesetzt bekommt von der Mainstream-Presse, von der öffentlich-rechtlichen Presse, ja, die ja wirklich, wie wir immer wieder sehen, einfach nur das berichtet, was sie berichten soll, ja, einfach nur Papageien, die nicht mal wissen, was sie damit anfangen, ja, was sie damit bewirken in der ganzen Bevölkerung, diese Angst schüren und dämliche Themen aus der Agenda UN 2030 so immer wieder ins Gesicht der Leute schaffen durch diese Presse. Leute, wenn ihr damit nicht mehr einverstanden seid, dann unterstützt doch einfach die, bei denen ihr eh reinguckt, bei mir, bei Monika Donner, was weiß ich, bei Leuten, wo ihr sagt, Mensch, die setzen sich hin und recherchieren das, wozu ihr zu Hause zum Beispiel keine Zeit habt, ja. Aber dann unterstützt doch wirklich die. Ich meine, wir haben doch eine, auch wenn es nur eine kleine Macht ist in dieser Scheingeldwelt, ja. Euer Geld, ihr könnt doch nicht dauernd immer weiter da rein, Geld reinpumpen und die Milliardäre noch reicher machen und die Journalisten, die sowieso für diese Milliardäre ihr Gesicht zeigen, weiter unterstützen. Unterstützt doch mal wirklich die, wo ihr sagt, Mensch, Nachdenkseiten oder was auch immer, wer euer Lieblingsaufklärer ist, ist doch egal. Je mehr, desto besser. Ich bin nämlich auch für die Entfaltung des Individuums. Also je mehr Meinungen, desto besser für die allgemeine Demokratie. In Anführungszeichen, weil das wird noch nicht gelebt und die müssen wir erstmal erschaffen hier. Ja, also die Demokratie ist zwar auf Papier da, aber wir müssen sie doch selber verbessern. Ja, nicht, dass ich hier Paragraph Artikel 130 jetzt hier irgendwie da, damit man mich nicht missversteht. Das ist ja auch nochmal das Ding. Wir balancieren, wir stellen unser Gesicht hier in die Kamera, öffentlich ins Internet. Und da hat jeder die Möglichkeit, uns zu sehen. Das heißt, wir gehen auch alle ein Risiko ein mit unseren Meinungen, die wir haben und unsere, also nicht nur die Meinung, sondern auch die Einteilungen der Nachrichten, ja, die Wiedergabe. Jeder kann was tun. Man kann ein Lied schreiben, man kann ein Plakat malen, man kann ein paar Sätze irgendwo aufschreiben, man kann auf die Straße gehen, man kann einfach auch Dinge boykottieren und sich mit anderen treffen, was Neues aufbauen, Repair-Cafés. Wo ist denn unsere Mitfahrzentrale hier der Ungeimpften? Da haben wir 3000 Leute in dieser Gruppe. Ich habe meine Fahrt von Stuttgart nach Berlin reingestellt, ja, bei 3000 Leute. Können wir uns nicht helfen? Warum sind in dieser Mitfahrzentrale nicht 2 Millionen drin, dass wir voneinander, wenn ich sowieso Benzin bezahle, 80 Euro, dann lass es uns teilen. Du musst auch hin. Warum? Willst du etwa in den Zug mit lauter Geimpften sitzen? Bitte, dann tu das. Ja? Willst du da nochmal sitzen, wenn der nächste Mund, die nächste Mundpflicht, Mundschirmpflicht da herrscht? Willst du das? Wenn nicht, dann tu doch was für uns. Für uns alle und wir sind Millionen, bitte Leute. Ich glaube, das ist der richtige Zeitpunkt jetzt, das nochmal zu erwähnen, weil ihr merkt doch alle, was hier lo losläuft. Es wird nicht besser werden, wenn wir es nicht verändern. Und zwar jeder Einzelne, wie es für eine Demokratie normalerweise üblich sein sollte. Oder Genau. Monika? Genau, es geht um den Wandel von innen heraus, dass wir das System mit verändern durch unser Zutun und uns endlich von dem absurden Gedanken befreien, dass der Staat etwas ist, was über uns ist, ein Abstraktum, das über uns schwebt. Nein, wir sind der Staat, wir sind Teil des Staates und wir können ja auch durch unser Tun Vorbild für Politiker sein. Das Richtig. System darf sich transformieren. Das ist die einzige, aus meiner Sicht, realistische Herangehensweise. Es gibt viele Leute, die reden vom Umsturz. Das ist völliger Blödsinn. Wir brauchen vor der Wir-Reform zuerst einmal eine Ich-Reform, weil wenn wir das Äußere umstürzen und die Menschen sind dieselben blieben, dann wird es wieder eine Diktatur, nur sie heißt halt anders. Dann heißt es halt Demokratie 2.0. Aber es ist deswegen keine Demokratie, keine echte. Das muss uns klar sein. Und wir haben jetzt denn wirklich eine einzigartige Chance, weil wir sind wieder an einem Kulminationspunkt. Es war schon die C-Diktatur, der C-Blödsinn, die blöde Milch sind ja war schon ein Kulminationspunkt.
Und jetzt sind wir mit dem Ukraine-Krieg im nächsten drinnen. Und wir wissen ja, es soll auf eine digitale Diktatur sich zuspitzen. Ja, die wollen das. Also ich habe keine Angst davor. Ich lebe es ja eh seit vielen Jahren vor, also seit mindestens 2006, veröffentliche seit mindestens 2008 Bücher, Artikel, Videos und so weiter. Bin von Anfang an dabei gewesen bei den sogenannten Alternativmedien, die teilweise auch im Nonsens abdriften, teilweise, ja. Und so sektenartige Leute jetzt noch vorpushen, die die Erleuchtung von den Sternen herunterpredigen oder von einem vermeintlichen unehelichen Kind von Adolf Hitler. Wir reden von den Plejaden, wir reden von Erlöser Trump, wir reden vom Erlöser Putin. Also lauter Erlösungen, Befreiungen, Rettungen von außen. Nee, das spielt's nicht. Ja? Richtig. Das ist Teil des Systems. Schaut euch doch einmal an, ob was wird zensiert und was nicht. Das, was öffentlich zensiert wird, das ist die Gefahr fürs Ja, System. Monika, warum sind Leute wie du und ich, also ich bin schon weit vor Corona geshadowbanned worden. Warum? Weil ich über den Frieden berichte, weil ich über den Krieg berichte, weil ich über die Waffen berichte, über die Millionen Toten berichte. Das will niemand hören. Das will nicht mal. Wir sind schon Genau. immer im Krieg. Ich berichte seit so Genau. vielen Jahren über so viel Tote. Und Wir haben, guck ich mal, muss. Nagasaki und Hiroshima, ja. Ja, da rede ich, mache ich gerade einen Beitrag über den internationalen Crime Court, also der internationale Strafgerichtshof in Den Haag, weil die haben ja einen Haftbefehl rausgegeben für Putin. Putin hätte Waisenkinder rausgeschmuggelt und also hier Menschen, wie heißt es? Traffic, Human Being, Kidnapping. genau, also wie heißt es auf Deutsch? Ach, ich habe es vergessen. Entführt. Ja, Entführt. Entführung, also Menschenentführung, so. Entschuldigung, ey, im Vietnamkrieg 1975, da gab es diese Operation Babylift. Da haben die 3000 Kinder aus dem Vietcong, ja, die USA da beschossen hatte, rausgeholt, ja, mit dem Flieger. Da gab es sogar Tote, weil ein Flugzeug da irgendwie explodiert ist oder sowas. Da gab es 75 Kinder anscheinend. Guck das bitte selber nochmal, ob es 75 waren. Aber hier, Babylift, ja. Keine Sau hat sich drum gekümmert. Diese Kinder wurden einfach sozusagen entführt, ja, weggenommen und dann nach Kanada, nach Europa und nach Amerika gebracht. Okay, da gab es den ICC nicht. Dann gehen wir doch zu Irak. Irak heißt es anscheinend, ja, von zwischen 600, die Zahlen sind unterschiedlich, 600.000 bis 1,2 Millionen Tote aufgrund dieser komischen Lüge, ne? Irak-Lüge. 1,2 Millionen Tote. Und da gab es das ICC schon, ja. Da gab es den schon. Haben Sie was gemacht? Nein, es wurde nichts gemacht. Das ist eine Heuchlerei, wer diesen Instituten noch glaubt, ja. Denn dem ist einfach mal nicht mal zu retten. Und wer, genau wie Monika gesagt hat, und wer glaubt, dass da irgendein Erlöser kommt und irgendeiner, der bessere ist. Wisst ihr, ich meine, ich finde Putin jetzt auch nicht besser als den Scholz. Nein, ich weiß auch Ja, seine Verflechtung. ich schon. Aber Okay, aber ich nicht. bevor wir abdriften, ganz kurz noch zurück, liebe Paula. Du hast gesagt, eine Meinungsvielfalt. Ja, Meinungen gut, aber bitte nicht über Meinungen streiten. Meinungen sind subjektive Ansichten. Wenn wir über Expertisen reden, okay, da kann man eine schlüssige Theorie, Hypothese, Theorie aufstellen. Die gilt so lange, bis das Gegenteil bewiesen ist oder bis sie widerlegt ist. Darüber lässt sich kaum streiten, außer sachlich. Über Meinungen beginnen dann die Menschen ihre Kriege zu führen, ihre Meinungskriege zu führen, wie, ja, ist jetzt toll der Erlöser, ja oder nein? Ja? Wenn ich mir das faktisch anhand der Fakten genau analysiere, dann ist dieser Troll, wie ich ihn nenne, ja, dieser Psy-Oper, ein Psycho-Oper, Teil einer psychischen Operation, dann ist dieser Psy-Oper ganz klar kein Erlöser, weil es erstens keinen gibt. Und zweitens, weil er genau das Gegenteil ausstrahlt. Und damit braucht man immer über Meinungen diskutieren und über Ansichten diskutieren und streiten, so frei nach dem Motto, was interessieren mich Fakten? Ich habe ja meine Meinung. Hier geht es um Fakten, hier geht es um Expertisen. Und da habe ich ja schon einige vorgelegt, du auch, liebe Paula, aber ich habe es in Buchform eben auch vorgelegt. Und bis jetzt ist nichts widerlegt worden, ganz im Gegenteil, das hat sich alles bestätigt. Und ich möchte nicht unterstützt werden. So gnadenhalber, da hast du einen Euro, das interessiert mich nicht. Ich will keine Spenden.
Wenn ihr spenden wollt, spendet der Paula und anderen was. Ich will keine Spenden. Und zwar aus dem Grund, ich biete ja Produkte an. Und meine Ja, genau. größte Freude ist, wenn diese Produkte, Einzelberatung, Vorträge, Bücher, wenn die den Menschen helfen und die Menschen an sich selbst wachsen, aus sich selbst heraus praktisch ihr Potenzial entfalten und aufblühen. Das ist, wenn diese Pflanze aus dem Beton sich einen Weg durchbricht und aufblüht, ist es die schönste Belohnung für mich. Ja? Und natürlich haben wir einen finanziellen Vorteil, aber wir wollen nicht die Monitorakademie, wir wollen nicht, dass uns was gespendet Nee, wird, nee, nee. sondern eher, wenn wir sagen, ja, da möchte ich jetzt 1.000 Euro geben, ja, dann kauf um 1.000 Euro Bücher Und und gib's verteil denen die. Und und verteil verteile die. an die Menschen, wo du meinst, die können es brauchen. Denen würde es gut tun, denen würde es helfen, Genau. aus einer Depression rauszukommen, aus einer Verstimmung rauszukommen, endlich das, die Kreativität in sich zu entdecken, um nach vorn zu kommen. Da würde ich mich freuen drüber. Ja? Und Entschuldigung, das wollte ich jetzt nur einschieben, weil ich höre das so oft von Videomachern, ja, da Spenden, 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 na, bei mir nicht. Ja? Bei mir gibt es Leistung für Gegenleistung. Und bei dir ist die Gegenleistung eben Videos machen. Bei mir gibt es mit harten Gegenständen, teilweise mit Büchern, eine klare Gegenleistung. Ich bin da noch ziemlich analog, ja. Und Ist auch auch besser so. andere. Ich glaube, für die kommende digitale Welt ist man analog ziemlich gut aufgehoben. Ja, aber die andere Sache, die du vorhin erwähnt hast, jetzt hast du William Toll da erwähnt. Also ich muss dir sagen, es gibt einige so komische spirituelle, esoterische Gruppen. Es gibt immer mehr davon, weil natürlich, wenn die Angst hoch groß wird, ja, immer größer wird, dann sucht man natürlich irgendwo nach irgendwas, wo man sich festhalten kann, wo man daran glauben kann. Und ich kann auch nur sagen, passt bitte auf ein bisschen damit. Es gibt teilweise welche, die auch Sachen anbieten, auch für Geld. Da seid auch ein bisschen vorsichtig, ne? Wenn es euch hilft, ist es ja okay. Alles, was hilft, was euch selber hilft, um zu wachsen, wird wahrscheinlich okay sein. Aber da gibt es welche, die fordern eigentlich nur auf, dass du gar Folgsam, nichts machst oder folgsam bist oder gar nichts tust. Ja, genau. und einfach in dich gehst die ganze Zeit. Nur in dich gehen ist ja ein erster Schritt, ja, erstmal zu gucken, wer bin ich, wo bin ich, wie geht's mir. Aber nichts zu tun ist gerade jetzt, glaube ich, überhaupt nicht angesagt, sondern jeder sollte, auch wenn es nur in seiner eigenen Familie ist, ja, wo man Frieden reinbringt, in sich Frieden reinbringen, ist schon mal der erste Schritt. Und das ist schon viel Arbeit, Ja. Leute. Aber nicht anderen glauben und deswegen aufpassen, auf immer, immer schön aufpassen. Gerade in solchen turbulenten Zeiten, wo man seine eigene Meinung nicht mehr so richtig selber einordnen kann. Ja. Das ist der Punkt. Und es geht auch darum, nicht jetzt auf jemanden zu schimpfen, sondern solche Trolle erfüllen ja eine Funktion, damit wir draufkommen, irgendwann einmal, aha, ich werde hier ausgenutzt, aha, ich soll folgsam sein, aha, ich soll still sein. Bei diesem William Troll ist genau dasselbe in einer Person. Es gibt ja noch viele andere solche Ablenkungsfaktoren, die unser Potenzial, unsere Energie in eine Richtung umlenken, die das weiterhin das System füttert. Denn wer auf Erlösung von außen wartet und wer den Ball flach hält, ist ja dann praktisch einer, der nichts tut oder beziehungsweise jemand anderem folgt. Und das ist genau das, was das System befüttert. Das sollte uns bewusst sein. Also ich würde empfehlen, nein, nicht ich würde, ich empfehle ganz dringend, zuerst einmal auf seine innere Stimme hören, sie wiederentdecken und auf die innere Stimme hören. Ist das, was da jetzt kommt? Mit welcher Energie kommt hier jemand auf mich zu? Kommt jemand messianisch, in dem sofort Bibelstellen zitiert werden, in dem sofort irgendwelche Weisheiten von anderen präsentiert werden oder historische Führungsansprüche irgendwie abgeleitet werden von irgendeiner Ahnenreihe oder von den Außerirdischen? Bitte, bitte, schnell weglaufen. Ja? Schnell weglaufen, das ist der falsche Weg. Aber wer die Erfahrung braucht, um daraus zu lernen, soll es bitte machen. Meine Aufgabe ist es, darauf hinzuweisen, dass es Schwachsinn ist. Ja? Und ja, ich kann es nicht anders sagen. Und jetzt sind wir schon so lang in dieser Aufklärungsszene, Paula, du und ich. Ja? Und genau diese Lichtfallen, wie ich sie nenne, ja? Also jemand bringt ein anscheinend schönes Licht. Ich habe sie ja im Buch Freiheit drinnen. Ich glaube, 188, 189 und
weiter hinten auch noch im Buch, also im ersten und auch im zweiten Teil, mit welchen Lichtfallen ist zu rechnen. Und kaum war das Buch gedruckt, sind die Lichtfallen mehr geworden, weil mir klar war, dass die, die von der Unterdrückung anderer Menschen leben, genau solche Lichtfallen brauchen. Das heißt nicht, dass die die alle aufstellen, diese Typen wie Troll und viele andere, sondern es bedeutet nur, sie lassen es zu. Da gibt es keine Faktenchecks über solche Typen. Ja? Warum nicht? Warum gibt es das nicht? Weil sie keine Gefahr fürs System sind. Ganz einfach. Und das sollten wir durchschauen. Aber wir wollen jetzt nicht dem zu viel Kraft geben. Du hast jetzt erst über Ukraine, über den Naja, ich ukrainisch-russischen. habe halt über diesen Haftbefehl geredet, weil, also ich meine, Ja. das zeigt mir wieder zum Beispiel, dieses Beispiel ist ein super Beispiel für unsere Zeit. Also da geht durch die Presse, ja, Haftbefehl, Putin soll verhaftet werden für diesen Ja. Waisenkinder-Raustragen nach Russland. Na, natürlich russische Kinder nach Russland. Naja, gut, okay. Ja, es ist sehr abwegig, ne? Ja, das soll bestraft werden, geahndet werden. Und Scholz sagt, ja, das ist richtig so. Unser Innenminister Buschmann sagt, ja, wir sind bereit, ihn zu inhaftieren. Unglaublich. Und Biden sagt auch, obwohl also China, USA, Indien und viele, viele weitere, ja, da mache ich ja einen Bericht, das könnt ihr euch angucken bei Infrarot, die sind ja gar nicht, die sind gar keine Vertragspartner. Deswegen hat natürlich der Kreml sofort gesagt, Moment mal, ich meine, da läuft was eben, ich glaube, das habe ich nicht gefunden unter der Recherche, aber auf Telegram läuft da was, was der Ex-Präsident Medvedev gesagt haben sollte. Ja, ihr wisst ja schon, wozu ihr dieses Papier benutzen könnt. Ja, auf jeden Fall die haben alle gesagt, hey, hallo, das ist total nichtig, weil wir ja keine Vertragspartner sind. Wir erkennen dieses Institut da nicht an, ja, dieser Strafgerichtshof. Und So, es gibt ja nicht so viele, die das anerkennen. wir sind jetzt in der propagandistisch, diplomatisch, rechtlichen Eskalation. Wir sind auf der nächsten Eskalationsstufe. Die vorige Eskalationsstufe war ja, dass Deutschland erstmals seit 1945 wieder Panzer gegen Russland schickt. Das muss man sich mal vergegenwärtigen. Ja. Und wenn man die Geostrategie dahinter steckt, das haben wir eh schon in zig anderen Sendungen gemacht, ich mag mich jetzt nicht hier wiederholen, nur eins erwähnen, der rote Faden ist von der Auslösung des Ersten Weltkriegs, der Urkatastrophe, wo das Deutsche Kaiserreich absichtlich zerstört wurde in diesem Krieg, ja, von angloamerikanischen Kräften initiiert, ausgelöst, konzertiert, ausgelöst und natürlich auch entsprechend vorbereitet, bis zum heutigen ukrainisch-russischen Krieg, ist ein absolut roter Faden, sowohl von der Strategie her als auch von den handelnden Globalisten und den Großfamilien. Und wir sprechen nicht von Freimaurern und Juden. Ja? Die werden teilweise benutzt, diese Kanäle, aber hauptsächlich sind es weiße angelsächsische Protestanten aus, Punkt, fertig. Nachgewiesen habe ich das in meinem Buch Krieg der Erwälderschaft. So genug mit Buchhinweisen. Wichtig ist, Also dass mir wir ist die jetzt. Religion sowieso scheißegal. Also da kann jeder sein, was er will. Er darf an Es alles glauben. geht denen ja nicht einmal um Religion. Die sind ja nur nominell Protestanten. Ja, es geht nicht um Religion. Also nie in dem Fall. Es geht um globale Kontrolle. Richtig. Und das System dahinter ist ganz leicht erkennbar, wenn man hinschaut. Darum schreibe ich es ja in meinen Büchern, damit man es erkennen kann und die Ursachen erkennt, die Muster erkennt und sich darauf einstellen kann, was kommt potenziell als nächstes. Man soll ja lernen aus der Geschichte und nicht nur Schuhgrößen von Diktatoren auswendig lernen, sondern die Muster kapieren, was ist da abgelaufen. So, und wenn man das macht, sieht man, dass jetzt praktisch, wir haben ein großes Eskalationspotenzial im ukrainisch-russischen Krieg, weil ja Finnland jetzt der nächste NATO-Partner ist. Der Antrag ist schon längst gestellt auf Aufnahme in der NATO. Darauf habe ich auch schon im Buch Freiheit und in einigen anderen Sendungen hingewiesen. Die Türkei hat jetzt das Veto zurückgezogen. Wenn Finnland tatsächlich bei der NATO ist, dann ist der eisfreie Hafen ins Eismeer in Murmansk bedroht durch einen NATO-Mitgliedstaat genau gegenüber vom Eismeerhafen, ja, also von Murmansk. Das heißt, hier wird der zweite Hafen attackiert vom Westen. Der erste ist ja in Sevastopol.
Der Zugang über das Schwarzmeer ins Mittelmeer und oben ins Eismeer. Das sind die geostrategischen Sachen, das muss man wissen. Wenn man das nicht kapiert, dann braucht man sich auch nicht mit dem Ukraine-Krieg beschäftigen. Dann sind Truppenzahlen und einzelne Panzer, Flugzeuge, einzelne Zwischenfälle völlig irrelevant. Dann wird das überbewertet. Dann werden, und dann schickt Deutschland erstmals, wie gesagt, seit 1945 Panzer gegen Russland in die Ukraine. Entwaffnet sich damit zum Teil selbst, ja, verstrickt sich Ja, allerdings. potenziell in einen Krieg. Ja, also wenn du mich fragst, ist da, könnte Russland jederzeit sagen, also die Russische Föderation jederzeit sagen, zu Recht behaupten oder feststellen, dass der 2-zu-4-Vertrag hiermit aufgelöst ist, weil es ist gegen das Gewaltverbot verstoßen worden von Seiten Deutschlands. Das könnte die Russische Föderation sagen. Ich will jetzt nicht sagen, dass es passiert, aber es wird ja bereits, liebe Leute, vorgeübt. Seit Jahrzehnten wird von der NATO vorgeübt, im Eskalationsfall zu Russland, wenn Atomraketen oder Atombomben zum Einsatz kommen sollen, dann sollen ostdeutsche Städte atomarisiert werden. Ja? Das hat der Willy Wimmer als Staatssekretär der Verteidigung schon vor Ja, da sind auch Jahrzehnten keine NATO-Basen, deswegen. seinem Kanzler gemeldet. Und jetzt wird es genauso wieder geübt. Offiziell, offiziell. Und die Amerikaner und Briten, also angloamerikanische Geostrategen, die in Washington und London sitzen, die sagen, es ist ja eh Deutschland, das dafür drauf geht. Und Deutschland soll draufgehen. Ja, warum ist denn beim Buch Krieg derer Wälderschaft Band 1 der Untertitel Deutschland soll sterben? Weil das schon 1895 in den britischen Zeitungen stand. Kommt die Frage, warum soll Deutschland sterben? Das ist der Untertitel. Und das ist nachgewiesen. Es geht immer ums Verhältnis Deutschland-Russland. Deutschland ist das wirtschaftliche Gravitationszentrum von Europa. Und wenn man eskalieren will, man muss da wie beim Ersten Weltkrieg, da war es halt Deutschland, das genötigt wurde zum Präemptivschlag, zum legitimen Präemptivschlag. Das wurde dann Darüber hast umgedeutet. du auch in deinem Buch geschrieben, ja. Ja, wurde dann umgedeutet in einen illegalen Angriff. Und jetzt dieses Russland, das präemptiv zum Angriff genötigt wird. Da sind bitte russische Minderheiten zu Tausenden abgeschlachtet worden. Ja, von einer vermeintlich ukrainischen Regierung, die nichts anderes ist als in einem Regime-Change entstandene Ja gut, man Pseudoregierung. merkt aber auch jetzt gerade, dass wahrscheinlich Selenskyj also sozusagen gekippt wird, ja, vom Westen. Man hat ja schon gesagt, oh ja, hier mit dem Nord Stream 2, das könnten irgendwelche pro-ukrainischen Gruppen gewesen sein, was natürlich völlig an den Haaren herbeigezogen ist, meiner Meinung nach. Ja. Und dann glaube ich, dass mit Selenskyj jetzt was gemacht wird vom Westen her, denn sie merken, oh, es wird eng. Dann versuchen die Amerikaner jetzt gerade Waffen nach Taiwan zu liefern, was natürlich auch wieder das Feuer ein bisschen anfacht mit China. Und China hat jetzt gerade, der Xi, habe ich vorhin, glaube ich, kurz erwähnt, 3 Tage Staatsbesuch mit Russland. Die wollen noch viel mehr miteinander koalieren und miteinander arbeiten. Es ist ganz wichtig, dass wir berücksichtigen, dass die absurden antirussischen Maßnahmen ab 2014 die Russische Föderation in die Arme des größtmöglichen strategischen Partners getrieben hat oder getrieben haben, nämlich China. Und seit spätestens 2015 übt China mit der Russischen Föderation in Flottenmanövern, in Landkriegmanövern ein Szenario, das natürlich einen Krieg mit dem Westen zum Thema hat. Ja? Also man muss sich das einmal vergegenwärtigen, dass die Spaltung der Mutterinsel, wir reden hier von Europa, Asien und Afrika, ist aus geostrategischer Sicht, aus angloamerikanischer geostrategischer Sicht so definiert, die Mutterinsel ist hier in Mitteleuropa eine Spaltung, ein Keil getrieben worden, der größer nicht sein könnte. Ja? Und von diesem Szenario profitiert immer der, der den Spalt setzt. Aber diesmal könnte der Bumerang nach hinten losgehen, völlig nach hinten losgehen. Also der Schuss nach hinten losgehen, drum ja auch der Bumerang, der zurückkehrt und in diesem Fall wahrscheinlich nicht mehr schadenfrei aufgefangen werden kann vom Absender. Und das ist USA und Großbritannien, beziehungsweise die NATO-Leitungsstaaten. Hier geht es darum, dass jetzt viel mehr Menschen durchschauen, um was es geht. Und
die Heere in Europa ja leer sind. Ja? Das heißt, wenn man den Krieg eskalieren lassen möchte, dann bleibt im Grunde Staaten wie von Polen weg über Österreich bis Deutschland eigentlich nur mehr über, dass man den Soldaten Warnwesten anzieht und Das eine sagst du so. Das sagst du so. Winkerkelle in die Hand drückt und sagt, Panzer durchwinken, wir haben ja nichts entgegenzusetzen, außer Atomwaffen. Jetzt kommen wir zum springenden Punkt, aber du wolltest was sagen. Was Ich sagt was? wollte dazu, weil du gerade Polen gerade erwähnt hast, aber der polnische Botschafter in Frankreich, der hat neulich gesagt, wenn die Ukraine aufgibt oder verliert, dann muss Polen weitermachen gegen Russland. Ja, Unglaublich. dasselbe Unglaublich. Größen waren wie im Zweiten Weltkrieg, ja? Oder nicht dasselbe, aber ähnlich. Oder wie vor dem Zweiten Weltkrieg. Fast dasselbe Größen waren. Polen ist ein NATO-Mitgliedstaat. Ja? Also das, ich kann mir schon vorstellen, dass als Pole die Furcht vor dem russisch geprägten Bolschewismus noch tief in den Adern sitzt. Das kann ich mir vorstellen, dass diese Vorbehalte noch da sind. Aber es ist nicht real. Das ist jetzt ein anderes Szenario. Man muss schon genau hinschauen. Wenn jetzt eskaliert wird, und dann könnte natürlich der Knopf auf Atomraketenabschuss in manchen psychopathischen Gehirnen schon präsent sein. Aber ich rate jetzt dringend dazu an, hier nicht in die Panik zu verfallen, sondern das ist ja ein weiteres Angstszenario. Wie während des gesamten Kalten Kriegs? Es ist ein Angstszenario, das von dem ablenkt, um was es eigentlich geht. Also wir brauchen ja nur schauen. In der C-Diktatur ging es um um das beleidigte oder um das attackierte Selbstbestimmungsrecht des Individuums, was die eigene Gesundheit betrifft. In der weiteren C-Diktatur im Sinne von Chaos-Diktatur, zuerst Corona, dann Chaos-Diktatur auch in Form des Krieges, geht es jetzt eindeutig darum, das Selbstbestimmungsrecht der Völker, nämlich der russischen Minderheit in der Ukraine, mit Füßen zu treten. Um dann wieder in der D-Diktatur voll aufs Individuum loszugehen. Und die D-Diktatur wird jetzt schön langsam weiter ausgebreitet. Immer mehr Digitalwährungen, immer mehr Menschen reden von gehorsamsabhängigen Sklaveneinkommen. Natürlich nicht in dieser Nomenklatur, sondern sie sagen, sie verwenden den Begriff bedingungsloses Grundeinkommen. Also von wegen bedingungslos. Ja. Also da wird man sich an penibelst an Vorschriften halten müssen, sonst wird das wieder entzogen. Das wird auch ganz offen so artikuliert. Das heißt, es gilt hier aufzupassen, sich nicht zu so sehr ablenken zu lassen mit Wut und Angst und Horrorszenarien und Traurigkeit, sondern einfach einmal nüchtern hinschauen, was da passiert, um zu erkennen, welche Angst die Systemschergen eigentlich vor dem Individuum haben. Die haben ja Angst vor uns. Die haben Angst vor dem Potenzial, das 8 Milliarden Menschen haben. Und hier in Mitteleuropa ist jetzt gerade wieder die Drehscheibe, der Dreh- und Angelpunkt für eine weltweite Entwicklung. Und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass das eine riesengroße Chance ist, diesen psychopathisch anmutenden Unterdrückungsmechanismus zu stoppen, zu transformieren, und ab 2025 ist ja laut allen Expertisen, die es gibt, politisch von der Informationstechnologie her, also Schwab, Gates und so weiter, 2025 der Schlüssel. Sogar aus astrologischer Sicht ist 2025 ein Schlüsseljahr. Hier deckt es sich. Und wenn genug Menschen daran glauben, dann ist 2025 der Schlüsseljahr. Es wird das Schlüsseljahr sein. Und was bis dahin passiert, ist wesentlich. Und darum ist den Kopf in den Sand stecken, ist keine Alternative. Das muss uns klar sein. Also wir können Und gern. also was auch oft hilft, ist einfach, dass man vielleicht an seine Ahnen denkt, ja, an seine Vorfahren, wie wir ja wissen, hatte Europa 500 Jahre lang eigentlich nur Krieg, ja, Krieg hin und her, jeder hat sich bekriegt. Und das heißt, wir haben diese Informationen in uns, wir müssten uns nur erinnern, ja. Vielleicht auch durch Gespräche mit den Älteren kann man das immer noch heute machen, wenn man sich selbst nicht mehr daran erinnert. Aber wir haben alle das im Blut. Und ich sage euch nur, auch das wird vorübergehen. Ich glaube nämlich an die Natur, an die Naturgesetze.
Und ich meine, wenn etwas so sehr ausschlägt, ja, stellt euch eine Waage vor oder so eine Balance, ja. Und dann geht es jetzt echt so schlimm zu, das wird so in die andere Richtung prellen, ja, erstmal. Und da sind wir noch nicht, wir sind noch hier. Und es wird noch richtig, das ist eine richtige Rutschbahn, in die wir jetzt gerade reinkommen. Und dann, erst dann, wenn es dann wieder so schlimm wird, erst dann wird es dann wieder zur Mitte kommen und dort ausklingen. Und dort wird auch viel Freiheit sein. Nur, Genau. wann das kommt, wissen wir nicht. Wir sind mittendrin und wir sind auch, so glaube ich, wir sind geboren, um genau hier zu sein, um genau das zu sehen und genau hier auch uns mit einzubringen. Ja. Und ich habe das Gefühl, immer mehr Menschen verstehen das. Denn je extremer es wird in den Äußerungen, in den Lügen, in den Propaganda, richtig schlimme, also offen erkannte Lügen, ja, das wird so schlimm, dass die Leute, dass jeder Mensch dann auf einmal sich wieder erinnert, was denn eigentlich Leben wirklich bedeutet. Ja. Ich Weil. darf zu dem Punkt kurz eine Slide zeigen, ja? Hast du mich freigeschalten hier Ach für so, Video? Moment, Moment, ganz Sei so kurz. nett, Genau, bitte. sehr gute. Jetzt bist du freigeschalten. Dann zeige ich kurz das Slide. Aber bevor ich sie zeige, noch kurzer Hinweis. Wir hören doch immer die US-Amerikaner, und ich habe nichts gegen US-Amerikaner, schon gar nicht die Urbevölkerung, die sogenannten Indianer, also die Natives. Schon gar nicht gegen die dunkelhäutige Bevölkerung, die hier als Sklaven importiert wurden, um den Weißen, aus meiner Sicht den Gefrastern, wie man so schön sagt, ja, den Unterwerfern, zu dienen. Also man sollte schon mal hinschauen, was ist dort eigentlich los in den Vereinigten Staaten von Amerika? Wie ist diese Nation, diese Niedrigkultur überhaupt entstanden? Und die wollen jetzt uns in Europa sagen, sie kommen, um, seit dem Ersten Weltkrieg übrigens, sie kommen, um Frieden und Demokratie zu bringen. Also da kann ich nur lachen, ja? Weil die Demokratie in Europa weiter fortgeschritten war, als sie in den USA teilweise jetzt ist. Aber das ist ein anderes Thema. Jetzt schauen wir mal, was Ureinwohner der USA sagen. Da muss ich jetzt den Bildschirm da freigeben. So, ich hoffe, das funktioniert. Jawohl, das funktioniert. Der Chief Arvo Looking Horse, Holder der Peace Pipe, also der Friedenspfeife, also ganz ein hoher Würdenträger der sogenannten Indianer. Ich glaube, er ist ein Dakota, aber das bin mir jetzt nicht ganz sicher. Also ich übersetze das jetzt, wir haben euch weißen Gefrastern, an euch Blechgesichtern gesagt, es wird eines Tages so sein, dass das, was ihr erschaffen habt, dieses Kontrollsystem, ihr nicht mehr nicht mehr bändigen könnt. Ihr könnt dieses System nicht mehr kontrollieren. Und dieser Tag ist jetzt. Und es hat eine kurze Zeit, relativ kurze Zeit vor dem Beginn dieser C-Plödemie gesagt. Und dann ist klar, es geht jetzt um den Weg nach innen. Es geht darum, wenn das Chaos immer größer wird, der Weg aus dem Chaos, das ist aus einem Vortrag von mir, von Freiheit. Erlaubt mir das hier kurz zu zeigen. Der Weg aus dem Chaos führt zuerst nach innen. Das kann nur so sein, weil je stärker der Druck von außen wird, gerade wenn man materiell und auf allen politischen Ebenen völlig unterlegen ist, dann kann man nur nach innen gehen und sich einmal vergegenwärtigen, wie ist es denn zum Chaos im Außen überhaupt gekommen? Wie, mit welcher Demutshaltung habe ich denn bis jetzt dazu beigetragen, dass das System so ist, wie es ist? Wie oft, gerade Frauen, wie oft habe ich denn den Mund gehalten, wenn ich mir eigentlich gedacht habe, ich musste den Mund aufmachen, nur um nicht anzuecken, nur um nicht sozial ausgegrenzt zu Apropos, werden? ja, ich habe ja seit Anfang des Jahres habe ich einen Hashtag, vielleicht machst du ja mit mir mit oder wer auch immer da hört. Ich mache das immer wieder auf meinem Nachrichtenkanal und zwar Hashtag Mach den Mund auf 2023. Weil ich habe dieses Gefühl, genau das ist jetzt gefragt, ja. Und da geht es gar nicht darum, dass ihr jetzt unsere Meinung hier wiedergebt. Nein, macht ihr bitte überall da, wo ihr seid. Bei der Post, beim Einkaufen, wenn euch was widerfährt, macht den Mund auf. Sagt das immer wieder, ja. Sagt Genau. das, was ihr für richtig haltet, immer wieder.
damit jeder damit in Kontakt kommt, ja, ist auch, wenn ihr nur einen in eurer Umgebung habt, ist doch egal. Wenn ihr an der Kasse steht und sagt, hey, ich will keine weitere Digitalisierung, ich zahle bar, dann hören das da 20 Leute. Das ist Genau. okay, das ist okay, ihr dürft das, dieses Jahr dürft ihr das, ihr dürft alles sagen und macht es auch. Genau. Das ist der Punkt, was du jetzt gerade gesagt hast, Paula. Wir haben zuerst gesagt, man reflektiert, wo ist mein Anteil, wo sind meine persönlichen Muster, die kann man erkennen. Darum habe ich das Buch Freiheit ja geschrieben. Ja. Man kann und soll die Muster erkennen, die einen zum Sklaven des Systems machen. Und dann kann man sich aber auch befreien daraus. Und wenn man das macht, dann macht man gleichzeitig aus der Ich-Reform die Wir-Reform, weil wenn ich erkannt habe, ich habe gern Bargeld, ich möchte Herr über meine Zahlungsmittel sein, das ist ja Lebensenergie, Geld ist Lebensenergie, nämlich in Form von Arbeitsenergie, die wir ins System reingesteckt haben, dann verändern wir bereits das System mit, wenn das bei 10%, das wissen die Unterdrücker, bei 10% ist der Kipppunkt. Ja? Also da gibt es zig Studien drüber, die habe ich schon im Buch Corona-Diktatur drinnen. Ja? Ja, Also und die Monika, also Hauptarbeitsplatz langsam. war. Langsam habe ich das Gefühl, kippt es auch. Also wenn man jetzt die Nein. Aufarbeitung sieht, die zwar für uns vielleicht schleppend vorangeht, ja, mit der C-Pandemie da, da streiten sie sich überall. Überall sind Richter damit befasst. Überall hat man mitgekriegt, dass die Infektion gar nicht geprüft wurde von Pfizer und so. Jetzt geht es richtig rund. Ja. Natürlich ein paar Jahre später, klar, und das wird noch anhalten. Aber hier ist was in Gang gekommen, selbst der Mainstream und das auch in allen Ländern. Hat wirklich darüber berichtet. Und genau das führt ja zu immer mehr Menschen, die dann noch mehr aufwachen. Was heißt aufwachen? Die immer mehr erkennen. Denn sie Ja. brauchen ja nur sich zu erinnern. Ja? Wir müssen uns immer nur daran erinnern, weil wenn du wirklich mal Freiheit möchtest, es gibt immer noch viel zu wenige, die das möchten übrigens. Ne? Also es gibt immer noch viel zu wenige, die Ja. Freiheit überhaupt kennen. Deswegen wollen sie es auch gar nicht haben. Wenn du was nicht kennst, dann willst du es ja auch nicht. Aber du kennst ja nicht. Du musst es gespürt haben, was Freiheit bedeutet. Vorher kannst du es ja gar nicht wollen. Ja? Man muss es dir mal genommen haben oder dich Genau. angegriffen haben, um überhaupt etwas mehr Freiheit fordern zu wollen. Ja, aber Leute, wie gesagt, dieses Jahr ist das Jahr, ich bin hier voll im Motivationsmodus, dieses Jahr ist wirklich das Jahr, den Mund aufzumachen. Ja, Passt halt absolut. auf mit Artikel 130, also ihr müsst keine Menschen angreifen und so weiter. Also bleibt bei euch, aber sagt eure Meinung, weil Meinung darf man immer noch sagen. Genau, und der Anstoß, das Außen, was nicht passt, ist ganz wichtig. Das können die Geburtswehen für die Wiedergeburt des inneren Kindes sein. Und damit ist gemeint das Potenzial, das wir irgendwann mal runtergeschluckt haben. Ja, ich habe das schon in zig Videos gesagt, in Freiheit ist es genau beschrieben im Buch. Das mag ich jetzt hier nicht mehr ausbreiten. Aber wichtig ist, dass wir uns nicht versteifen auf einzelne Politiker und so lächerlich und, oder teilweise fast schon kriminell anmutend sie sich verhalten. Das ist genau, wenn wir bei dem hängen bleiben, dass wir uns über das aufregen, füttert das das System. Erkennen und im Alltag anders handeln. Es geht um die Handlung aus der Erkenntnis heraus. Und da ist Schimpfen über inkompetente Arschgeigerl, wie wir so gerne in Wien sagen, ja, ist zwar mal nützlich, aber das machen wir bitte zu Hause. Das können wir in Videos machen, ohne Namen zu nennen. Es ist ja eh alles schon so offensichtlich. Wichtig ist, was wir als Individuen dazu beitragen können, dass diese Welt eine bessere, eine schönere wird. Und damit, ich rede jetzt nicht von 1968 Flower Power, ich rede nicht von Flower Power Buddhismus, ich rede nicht von rosa Mondelfen, ich rede davon, dass wir unseren liberalen, demokratischen Rechtsstaat zurückholen. Ganz einfach. Und es beginnt damit, dass wir unsere Meinung im rechtmäßigen Rahmen sagen und danach Richtig. handeln. So einfach ist es. Es war auch noch nie Ja, und das einfach. mit dem Handeln ist halt noch nicht so drin. Also es ist noch, viele sind noch in der Theorie, ja. Und ich meine, mit der Theorie fangen wir leider nicht, können wir nicht viel anfangen. Wir müssen schon in die Praxis übergehen. Das heißt, tu was für dich, tu was für deine Familie, tu was in deiner Gegend. Du kannst was tun, ja. Alleine schon, wenn du kein Brot mehr kaufst und selber backst und sagst, hey Leute, ich habe 10 Freunde, ich backe einmal die Woche. Wenn ihr wirklich liebevoll ba Brot backt,
Ihr glaubt ihr nicht, dass die Freunde euch die 3 Euro geben würden für ein Brot und lieber bei euch Brot holen? Macht doch einfach, macht doch irgendwas und baut eine neue, eine Gesellschaft. Die wurde natürlich durch dieses System, wurde unsere gemeinschaftliche Arbeit, die ja sich ja Wirtschaft nennt, ja, die wurde ja zerstört. Man hat es immer weiter so getrieben, dass diese riesen, riesen Firmen, die Millionen von Mitarbeitern haben oder halbe Millionen Mitarbeiter, ja, so, und dann ist ein Boss, der sagt dann morgen, oh, ich habe keinen Bock mehr auf die Firma, dann sind 1/2 Million da weg. Also ich meine, das geht noch, Leute, nicht. Ihr müsst wieder diese Strukturen und vor allem, wie hieß das früher, dieser ehrbare Kaufmann, ne? Das fand ich ganz gut. Dieses Wort, der ehrbare Kaufmann. Der weiß, wenn er Wucher betreibt. Der weiß, wenn er selbst über die Ohren, wie sagt man, selbst betrogen wurde. Der ehrbare Kaufmann, du tust etwas und willst das, was du tust, gut tun. Also du baust deinen Stuhl gut oder du baust einen Kühlschrank gut, ist egal. Aber du willst ja Anerkennung haben. Und das ist uns zerstört worden. Es gibt doch kaum noch kleinere Betriebe. Die sind jetzt die letzten 2, 3 Jahre sowieso ratzfatz. Einer nach dem anderen ist pleite gegangen. Teilweise Läden, die hier schon 150 Jahre lang von Familie zu Familie weiter betrieben wurden. Das ist jetzt richtig zerstört worden. Und zwar absichtlich, sage ich. Das ist meine Meinung. Ja, Absichtlich. sicher. Ja. Ja? Und jetzt liegt Ja. es an uns, diese eigenen Strukturen wieder aufzubauen, uns kreativ zu bemühen, miteinander wieder zu wirtschaften. Ja? Denn was haben wir denn die letzten Jahrzehnte gemacht? Wir haben die Milliardäre immer reicher gemacht, weil wir gesagt haben, ach, ich gehe mal auf die amerikanische Plattform, da finde ich alles und da kaufe ich alles. Ja, und hast du nicht an dich gedacht? An deine Nachbarn, an dein Land, an deinen Kontinent? An den Kreislauf, wie man in Wien sagt, das Lebensmittelgeschäft im nahen Umfeld, was ist mit Ja, dem? genau. Da Tante Emma Läden. haben schon lange vor dem C-Blödsinn viele zusperren müssen, weil es ist ja super, in den Supermarkt zu fahren. Aber der heißt ja schon Supermarkt. Das sind Konsumtempel und sollte bewusst sein, dass die regionale Stärke das ist, was auch das Individuum stärkt. Richtig. Das Und stärkt nicht. uns alle. Und nicht die Globalisierung. Ich bin nicht gegen die Globalisierung. Also Globalisierung muss ja stattfinden, weil die Menschen immer vernetzter, dichter Ja. zusammenleben, auch Ist dank des ja auch Internets. unser Globus, nicht wahr? Ja, sicher, auch dank des Internets. Aber es sollte so sein, dass wir das Digitale und den Computer so nutzen, dass er für uns arbeitet und nicht wir für ihn oder für das digitale System arbeiten. Genau. Es geht darum, Werkzeuge zu schaffen und nicht, dass wir die Diener dafür sind. Und da gibt es schon genug Organisationen und Vereine und Gruppen, die sich regional vernetzen im legalen Rahmen. Ich rede hier bitte nicht von verrückten Reichsbürgern, von Leuten, die einen Umwurf des Systems sich wünschen, um dann natürlich sie an der Spitze der Nahrungskette zu stehen. Also vom Clochard oder Trump, wie man sagt, zum Kaiser. Gibt es ja solche Lebensbeispiele, der Kaiser oder der König von Deutschland, ich meine, bitte nicht besser, schaut sich den Typen einmal an, ja. Dann haucht die Arme an und der fliegt gegen die Wand, ja, das Zneten. Aber egal, das sind jetzt Themen, auf die ich jetzt hier nicht weiter einsteigen will, weil es wieder einer Gegenseite Kraft gibt. Aber ich darf noch kurz eines Leid zeigen, ja, wenn du zustimmst. Und zwar reden wir hier von der Spiralwurzel. Spiralmuschel oder Wurzel, wie manche sagen, in den Spiralmuschel der Erkenntnis. Und das ist nicht von mir erfunden, ich habe es nur aus mehreren Konzepten zusammengefasst. Hier geht es um Integralpsychologie, also dass sich durchwegs Psychologen vom Fach auch Gedanken macht. Und ich sage zu den Seminarteilnehmern oder Vortragsteilnehmern dann immer, wenn ich dieses Leid aus dem Buch Freiheit auf den Schirm werfe, mit Beamer, dann sage ich immer so, das lernt sie jetzt in einer halben Minute auswendig, dann ist schon mal der Druck weg, das hier alles zu verstehen. Braucht man auch gar nicht. Es geht darum, wir haben 8 Ebenen des Bewusstseins und die ersten 6 Ebenen sind praktisch, da geht es um die Überzeugung in Detailbereichen. Und da sieht man schon, dass auf Ebene 5 erst, also 5, ist das wissenschaftliche Denken, Analyse und Planung. Da gibt es aber weit mehr drüber. Aber jetzt hat ja, wie die C-Pandemie gezeigt hat, hat ja nicht einmal das wissenschaftliche Denken richtig funktioniert, ja. Weil
von der konformistischen Regel, ich muss mich an alles halten, was die oben sagen, Punkt 4, und mächtige Götter, also wir sind in der egozentrischen Macht- und Durchsetzungsfähigkeit drinnen, auf der Ebene 3, uns jemand etwas angeordnet hat im Glauben, es ist ja eine politische Religion im Endeffekt, im Glauben, der Erlöser sei jetzt ein sogenannter Impfstoff, der mit 95%iger Zeitreduktion, mit Haftungsfreistellung und Abnahmegarantie den Leuten aufs Auge gedrückt wurde. Also das zeigt schon, wir sind weit weg von einem integrativen Ebene 7 und holistischen, also ganzheitlichen Wahrnehmen und Bewusstsein auf Ebene 8. Und dazu ist es jetzt relevant zu wissen, wir haben ja vom Jahr 2025 gesprochen, dass in etwa 90% der Menschen irgendwo zwischen der Ebene 2, 3, 4 und teilweise 5 herumgrundeln im Bewusstsein. Das heißt jetzt nicht, dass das schlecht oder böse ist, aber es bedeutet, dass nur rund 10% beim Fenster an der Tür stehen, beim empfindsamen Selbst. Die Tür führt dann ins integrative und holistische Bewusstsein hinein. Und dieser Schub soll 2025 kommen, unter anderem auch, weil der Druck von außen, diese C-Blödemie, Ukraine-Krieg und diese ganzen Geschichten, die Angst erzeugen, Lieferengpässe, Massenmigration, ja, dieser Druck im Schnellkochtopf wird immer größer, braucht ein Ventil. Die einen rutschen runter auf Ebene 3 und 4. Das sind die, die in diese Insekten, also jetzt bitte, es ist ja schon pervers, ja, man sagt uns, wir sollen Insekten fressen. Und gleichzeitig gibt es immer mehr Menschen, die in Sekten sich befinden. Und mit Sekten meine ich Abspaltungen, zum Beispiel vom Urchristentum. Ja, auch die katholische Kirche ist eine Sekte im Sinne einer Abspaltung vom Ursprünglichen, nämlich dem Urchristentum. Also die fallen zurück, indem sich eine Rettung erwarten durch einen ausgerechnet US-amerikanischen Troll, wie wir zuerst gesagt haben. Ja. Das heißt, die rutschen runter auf die Ebene 3, magisch, animistisch, Ebene 2 sogar, anstatt endlich nach innen zu gehen, ins empfindsame Selbst, wo man Mitgefühl für andere auch hat, nicht nur für sich selbst, um dann letztlich ins flexible, spontane, integrative zu hineinzukommen oder synergetische, universelle auf der Ebene 8 des Bewusstseins holistisch. Und bis jetzt, laut Integralpsychologie, sind auf den Ebenen 7 und 8 gerade einmal 0,1% der Bevölkerung. Aber jetzt braucht man nicht glauben, dass die da oben die neuen Herrscher sind. Nein, die, die da oben sind, müssen geduldig sein. Weil die wissen ja meistens vorher schon, wie es sich entwickelt. Sie weisen darauf hin, aha, das könnte Ja, passieren, aber werden sogar. Monika, sowas gab es, glaube ich, immer schon. Es gab immer Ja. Menschen, die also in jeder Epoche sozusagen, wie viel Prozent kann ich jetzt nicht sagen. Ich bin ja nicht so, Ja. mit Zahlen habe ich es nicht so, weil ich glaube kaum noch irgendeiner Zahl, die hier so rumgeht. Aber ich glaube, das ist schon ganz gut also der Weg dahin sozusagen. Aber manche Menschen wollen auch gar nicht in sich hineingucken, ja, weil sie schon gleich merken, oh, wenn ich das tue, dann habe ich ganz schön viel Arbeit vor mir, dann lasse ich es lieber bleiben, bleib an der Oberfläche. Ich weiß zwar, ich habe einen scheiß Job und ich weiß zwar, ich sage nicht immer die Wahrheit, wenn ich, was weiß ich, als Journalistin im Mainstream arbeite, ja, zum Beispiel, die Prostituierten sich schon auf irgendeine Art und Weise, und sie wissen das auch, aber Ja. sie machen mit, weil es Geld gibt, es gibt eine sichere Einkunft, und da muss ich sagen, ich glaube, das gab es immer schon. Es gab ein paar Leute, es gab immer schon welche, die auch anders gedacht hatten, auch im Ersten und im Zweiten Weltkrieg und auch zu Kaiserzeiten und auch schon davor gab es immer Menschen, die gesagt haben: Hallo, können wir da noch mal hingucken? Können wir da vielleicht in uns gehen? Warum machen wir Krieg? Das gab es immer schon. Und ich habe aber trotzdem das Gefühl, dass es jetzt auf einer ganz anderen Ebene ist. Also, Ja. dass es viel intensiver ist. Warum kann ich dir nicht sagen? Ich habe ja früher nicht gelebt, aber vielleicht überbewerte ich das auch nur aus unserer Sicht heute. Vielleicht, wenn jemand im Ersten Weltkrieg zu Hause in der Küche mit jemand anders geredet hat, haben die genauso geredet darüber und sagen: Hey, wir müssen ruhig bleiben, in uns gehen. Das werden wir schon schaffen. Und ich glaube, dass wir auch
da durchkommen. Also du siehst, ich bin heute sehr positiv. Also wahrscheinlich bringe ich noch die Sonne aus dem Urlaub mit, ja. Aber ich habe ein gutes Gefühl. Ich habe auch diese Ruhe, die du da am Anfang gesagt hast. Ich merke das auch. Also ich werde immer und immer ruhiger, immer entspannter, weil es so durchschaubar ist. Es wird ja auch irgendwann. Regst du dich nicht mehr auf, wenn du hörst Haftbefehl gegen Putin? Dann sagst du nur, okay, ein weiteres Theaterstück, Ja. eine weitere Provokation, unnötigerweise für die ganze Menschheit, braucht man nicht. Natürlich ist es schlimm, was passiert auf der einen Seite, wenn man immer noch im System denkt. Aber wenn man da raus ist, mal so innerlich. Dann siehst du alles und sagst, okay, jetzt kommt der dritte Teil, der vierte Akt, der fünfte Akt und so geht es weiter. Und es kann auch richtig heiß werden. Wir wissen es alle nicht. Aber danach, und das ist die Natur, das ist das Naturgesetz, wird es wieder ruhig. Es kommt und geht. Alles ist Vibration. Alles ist in Bewegung. Alles ist Schwingung. Und deswegen schwing doch einfach mit. Gib dir deine Schwingung hier mal weiter. Ja? Deine gute natürlich. Weil bringt ja nichts. Die bringen ja uns die ganze Zeit Krieg, 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 Ja, Krieg, Waffen. aber auch die Negative muss raus. Da geht man in den Keller und reagiert sich am Boxsack ab, ja, oder schreibt einen Brief, den man dann verbrennt oder irgendwas. Die Energie, die Negative muss ja auch, Negative unter Natürlich anderem, muss die raus. Ich das meine, ich mache es ja auch aufgestaut durch meine bekommen. Beiträge, mache ich es ja auch. Ja. Und ich sage zwar nicht voller Aggression, aber ich muss es rausbringen. Ich muss sagen, was da läuft. Für viele Leute, die das einfach nicht verstehen oder auch nicht sich interessieren, wahrhaftig dafür. Aber es kommt und ich merke, es geht immer weiter. Die Schwingung geht an die anderen auch mit ran. Ja, ich meine, guck doch mal an. Keiner geht mehr zu einer fünften Impfung, ne? Obwohl die immer wieder da welche kaufen. Ja, keiner macht das mehr. Ja. Aber trotzdem habe ich gemerkt, dass gewisse Leute, obwohl die Maske jetzt nicht mehr also als Pflicht ist, die tragen die freiwillig. Ja, das wird es immer geben. Schau, nur kurz zurück. Wir sollen uns ja nicht ärgern drüber. Aber wesentlich ist, dass wir erkennen, dass die Leute, die oder die Menschen, die hier praktisch alleine auch mit der Maske im Auto sitzen, was ja auch immer gegeben hat, auch während der C-Pandemie, dass die ja letztlich gefangen sind. Sie sind gefangen zwischen Ebene 3 und 4. Mächtige Götter, die übermächtige Regierung befiehlt etwas, aha, konformistische Regel, ich muss mich dran halten, Gehorsam zeigen, so wie es mir eingeimpft wurde, sagt man ja so schön, ja, ohne etwas zu hinterfragen. Das heißt, wir sind noch nicht einmal auf Ebene 5, wissenschaftlich etwas zu hinterfragen, zu analysieren. Und jetzt geht es darum, dass eben von der Ebene 6, also jetzt viel mehr Menschen kommen jetzt, weil sie erkennen, dass die sogenannte Wissenschaft, Ebene 5, sie in die Irre geführt hat, die letzten 3 Jahre, kommen jetzt immer mehr aufs empfindsame Selbst, innere Empathie. Da geht es um ein weltzentrisches Bild, da geht es um Gleichberechtigung, da geht es um eine faktenbasierte Analyse, die zeigt, was tatsächlich ist. Da geht es auch um Intuition. Aha, ich habe es richtig gespürt bei der C-Blödemie, dass da was nicht stimmt. Das ist ein Katalysator, das ist ein Brennstoff für den Motor unserer Selbstbestimmungsmaschine. Ja? Hier geht es darum, dass wir ins eigene Bewusstsein hineinkommen und ins die Ebene 6, empfindsame Selbst, hineinkatapultiert werden, förmlich. Ja? Und wenn wir das nicht tun, das ist keine Arbeit, zulassen, dann fällt das alles weg. Es ist keine Arbeit. Viele Leute glauben, es ist Arbeit, sich zu entwickeln. Nein. Arbeit ist es, etwas einzuwickeln, ja, sich einzuwickeln in Zwänge und Normen. Es auszuziehen ist der viel leichtere Vorgang. Es geht darum, etwas loszulassen und etwas in uns zuzulassen, was ja sowieso in uns drinnen ist. Wir wissen, dass in etwa, ich glaube, wir haben es in der Sendung bei Infrarot gesagt, dass in etwa 98% der Menschen von ihrem Naturell her hochbegabt sind. Und wenn Schu Kindergarten und Schulsystem sozusagen die Erziehung, erziehen, das ist das Unwort, ja, abgeschlossen haben, dann sind nur mehr 2% Hochbegabte überhaupt. Das heißt, aus unserem Naturell wurde etwas
Unnatürliches produziert, nämlich Minder- und Mittelbegabung bei circa 96% der Menschen, die dürfen sich das jetzt zurückholen. Das ist jetzt die Unnatürliche. Deswegen benutze ich ja immer das Wort erinnern, ja, weil Ja. erinnere dich einfach an die Dinge, die du Ja. kannst. Ja. Du kannst noch viel Ja. mehr, ja, du hast es nur verschüttet durch die Umstände, wie auch immer, aber erinnere dich einfach. Du hast alles gehabt, als du geboren wurdest, ja. Alle Ja. Sinne hast du bekommen, alle Möglichkeiten hast du bekommen und erinnere dich wieder, bevor andere an dir gearbeitet haben. Erinnere dich einfach. Genau. Und Und lieber Monika, wenn wir das tun, ich darf es kurz, deswegen haben wir uns ja was gedacht beim Cover, ja. ja. Also unser Potenzial, wir brauchen uns nur erinnern, wir sind der Tiger und nicht das Schafsfell, das wir uns umgehängt haben, ja. Nicht der Schafspelz. Ein Tiger, der ein Schafspelz umgehängt hat, ist kein Schaf. Er ist ein Tiger, der ein Schafspelz umhat und sich für ein Schaf hält. Das heißt, wir brauchen nur das Schafspelz fallen lassen, um das zu sein, was wir wirklich sind. Pure Energie, pure Lebensenergie. Und wenn Richtig. jetzt Menschen sagen, ja bitte, ich muss doch überleben können. Also ich unterscheide schon zwischen dahin vegetieren, indem man dauernd gehorsam ist. Und auch wenn es sinnlos ist, das ist ein dahin vegetieren, nur damit der Kühlschrank voll ist und die Glotze läuft. Also das ist nicht das wahre Leben. Das wahre Leben findet dort statt, wo wir uns entfalten dürfen, wo wir einen konstruktiven Beitrag in die Gesellschaft abliefern dürfen, wo wir uns mit Menschen vernetzen, die uns gut tun, wo wir konstruktiv, kreativ etwas mitgestalten. Das ist das wahre Menschsein, aber sicher nicht in einem Dämmerschlaf bleiben. Und ich darf ja eh nicht, ich kann ja nichts. Ich meine, es sind inzwischen 20% der Menschen depressiv in Deutschland. Offizielle Statistik. Oh, und über 50% der Krankenhaus- oder Krankentage sind wegen psychischen Sachen. Über 50%. Ja, also 20% haben offiziell, also jeder Fünfte hat offiziell die Diagnose Depression. Das heißt, wenn die Dunkelziffer dazu tust, ist es wahrscheinlich jeder Dritte, Raus aus der Limitierung, die jeder Dritte, dieses ja. System natürlich für uns vorgeworfen, also entworfen hat. Warum? Bei den Kindernbauler sind es 54%, also mehr als die Hälfte, die depressionsgefährdet sind und davon rund ein Drittel suizidgefährdet. Offizielle Studien aus Wien und Krems in Österreich. Auch in Deutschland gibt es solche Studien. Ja. Das heißt, das ist ja der Ja, und was Kulmination. bedeutet das für uns als Gesellschaft? Für mich bedeutet das, hallo, wir müssen alle mal wieder ein bisschen uns um unsere Mitmenschen kümmern, mal hingucken. Wie geht's deiner Mutter? Wie geht's deiner Schwester? Wie geht es deinem Nachbarn? Ja, Ja. da mal öfter nachfragen und dann auch mal sich darum kümmern, damit Freude wieder ins Leben kommt, weil es ist so viel Quatsch, was ge gezeigt wird. Das ist natürlich dann on top zu deinem Leben, wo du vielleicht auch Schwierigkeiten hast, auch noch dazukommt. Deswegen achtet doch darauf, auf euch selber und natürlich, dass ihr für andere auch da seid, wenn ihr die Energie natürlich habt. Wenn ihr selber relativ niedrig Energie in euch habt, könnt ihr das nicht machen. Erst immer euch selbst aufbauen Ja, und dann für ja. andere. Weil wenn ihr da niedrigfrequenzig da rumgeht, da könnt ihr keinem wirklich helfen. Das geht nicht. Genau. Und das Schema mit dem Bewusstsein soll uns ja verdeutlichen, die Spirale, ja, Genau. bedeutet ja, dass es eben keine fix einzementierte Stufe ist, sondern dass von der niedrigsten Schwingung bis zur obersten, die ja alle nötig sind, auch Lebenserhaltung, Stufe 1, ja, bis oben, das haben wir alles in uns drinnen. Und hin und wieder fallen wir halt zurück. Ja. Und haben Angst, okay, nicht verurteilen dafür und auch bei den anderen erkennen, wenn man mit wem anderen spricht, geht hier die Saat potenziell auf, ja oder nein. In ein volles Gefäß heißt so schön, kann man nichts nachschütten. Ja? Das heißt, oder kann man nichts Ist Neues alles entstehen. schon in euch. Es ist alles schon in euch. Ist alles schon da, ja. Klar. Ja. Monika, unsere Zeit geht hier zu Ende. Es Ja. war mir wirklich eine Ehre, mit dir nochmal zu sprechen und ich würde Mir auch. gerne nochmal in ein paar Wochen, wenn wir Lust haben miteinander, wer weiß, was alles passiert, im Moment passiert so viel, dann können wir uns ja wieder treffen. Ich hoffe, es hat euch allen da draußen auch etwas gebracht, unser Gespräch. Wenn ja, dann teilt es doch einfach oder teilt uns auch einfach mit, was euch daran gefallen hat oder was wir auch noch besprechen könnten. Keine Ahnung. Eure Ideen, aber bitte nicht blöde Sachen, weil ich habe, die lese ich nicht. Die lese ich nicht mehr.
Ja, Ich wir habe sind. mit Frust von anderen habe ich wirklich schon lange aufgehört. Wobei wir wissen ja gar nicht, wie viel davon diese Bots und Ja, bezahlte genau. Aber Treue es wird auch sind. immer weniger. Also in meiner Ja, Umgebung wird es immer bei mir weniger, weil auch. es macht ja, es ist doch nur Energieverlust. Und wir brauchen Ja. Energie und keinen Verlust, nicht wahr? Genau. Also, danke, Monika. Hast du schön gesagt, danke, liebe Paula, ja, für dein gesamtes Wirken. Und ja, wenn's die Lust ist auf jeden Fall da und wenn wir einen nächsten Anlass haben, machen wir wieder eine Sendung Genau, miteinander. so machen wir Sehr es. gerne. Also, alles Gute nach Österreich. Tschüss euch Danke, allen. dickes Bussi nach Berlin. Tschüss. Ciao.